Hallo, liebe Pilzfreunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Morchel-Video. Einige Fragen, die uns zur Morchelzeit am meisten gestellt werden, sind: Wie schnell wachsen Morcheln und Morchelbecherlinge? Wann lohnt es sich wieder, nach bisher zu kleinen Morcheln zu schauen? Wie oft kontrollieren wir unsere Habitate? An beides halb ein detailliertes Video zum Wachstum von Spitzmorcheln und Morchelbecherlingen. Von was genau hängt das Wachstum denn nun eigentlich ab? Was sind Faktoren, die das Wachstum beschleunigen, und was bremst das Wachstum aus? Ja, es sind hier ganz klar die Temperaturen und die verfügbare Feuchtigkeit, die das Tempo des Morchelwachstums bestimmen. Grundsätzlich kann man zusammenfassen: Je milder und nasser es ist, desto schneller wachsen die Morcheln. Je kälter und trockener es ist, desto langsamer wachsen die Morcheln. Besonders eisige, trockene Luft und Nachtfrost sind dabei unserer Erfahrung nach die größten Bremser beim Morchelwachstum. Temperaturen von deutlich über 10 Grad am Tag und nicht unter 3 Grad in der Nacht sorgen dafür für schnelleres Wachstum. Was bedeutet das besonders in Bezug auf Spitzmorcheln? Gerade die ersten Spitzmorcheln des Jahres, die bei uns in den letzten Jahren immer um den 10. März gefunden wurden, haben es meist noch schwer, weil die Temperaturen Anfang März einfach noch sehr, sehr kalt ausfallen und das Morchelwachstum gerade bis zum Monatswechsel März-April vergleichsweise langsam abläuft. Anbei hier zunächst ein Negativbeispiel aus dem März 2022. Nachdem wir diese Spitzmorchel am 11.03.2022 das erste Mal entdeckt haben, haben wir die Spitzmorchel über mehrere Wochen begleitet und beobachtet. Das große Manko in diesem Pilzjahr: kein Niederschlag im März. Bis zum Monatswechsel März-April gab es bei uns 2022 einen der trockensten Märzmonate der letzten Jahre, und dementsprechend zaghaft ist diese Spitzmorchel leider auch gewachsen. Als es dann zum Monatswechsel März-April endlich nass wurde, war es für diese Morchel fast schon zu spät. Wie ihr sehen könnt, ist diese Spitzmorchel also leider relativ klein geblieben und extrem langsam gewachsen. Im Pilzjahr 2023 gab es die erste Spitzmorchel sogar nochmal einen Tag früher, und zwar am 10. März. Ja, und auch dieses Mal haben wir uns fest vorgenommen, diesen Fund über mehrere Wochen zu beobachten. Ja, und 2023 spielte dann sogar das Wetter noch mal ein Stückchen besser mit. Es gab ausreichend Regen und dazu noch ein paar wirklich schöne, milde Tage, kaum Nachtfrost, und dementsprechend entwickelte sich diese Spitzmorchel wirklich prächtig. In diesem Jahr hat es zwar leider nicht geklappt, diese Morchel bis in den April zu beobachten, dennoch hatte sie, als wir sie am 31. März das letzte Mal vor der Kamera hatten, eine wirklich tolle Größe erreicht und konnte so auch noch einen anderen Sammler erfreuen, der sich die Spitzmorchel kurz vor dem Monatswechsel oder um den Monatswechsel März-April gesichert hat. Dieser Wachstumsvergleich der beiden Spitzmorcheln aus dem gleichen Habitat zeigt, wie entscheidend das Wetter ist. Ist es zu kalt oder zu trocken, dann wachsen die Morcheln langsam und bleiben im Extremfall auch über Wochen relativ klein. Bewegt sich das Wetter mit ausreichend Niederschlag und nicht zu kalten Temperaturen in einem gewissen Rahmen, dann wachsen die Morcheln über Wochen zu teils beachtlichen Größen heran. Wie sieht es denn mit den Morchelbecherlingen aus? Wachsen Morchelbecherlinge schneller? Auch hier haben wir im Pilzjahr 2023 unseren ersten Morchelbecherling stehen und wachsen gelassen. Das Ergebnis seht ihr im Hintergrund. Leider haben wir diesen Morchelbecherling in einem Auwaldabschnitt gefunden, in dem es dieses Jahr extrem trocken geblieben ist. Wenn es in der Nähe größere Niederschläge gab, ja, dann zog das Ganze dort immer südlich, westlich, östlich oder nördlich vorbei. Ja, oder es kamen dann nur ganz, ganz geringe Niederschlagsmengen an. Die Folge: da es sich um eine relativ exponierte Stelle handelt, war der Boden vergleichsweise trocken, ja, und der Morchelbecherling entwickelte sich an der Stelle leider eher schleppend. Auch hier gilt aber das Gleiche wie bei Spitzmorcheln: warme Temperaturen, ausreichend Feuchtigkeit, schnelles Wachstum; kalte Temperaturen, Nachtfröste und Trockenheit, langsames Wachstum. Nach welchen Kriterien gehen wir denn nun vor, wenn wir entscheiden, welche Habitate wir aufsuchen? Ja, in der Regel besuchen wir Habitate mit Funden so ungefähr alle 6 bis 10, 11, 12 Tage und prüfen, was aus den dort stehen gelassenen Morcheln geworden ist und ob weitere Morcheln dazugekommen sind.
Es ist ja also nicht wie im Sommer oder Herbst, wo sich ein Besuch im gleichen Habitat durchaus auch mal alle 2-3 Tage lohnen kann. Ja, ich hoffe mal, dass ich die Frage nach, wie schnell wachsen eigentlich die Morcheln, abschließend klären konnte und bin gespannt auf eure Erfahrungen zum Thema. Habt ihr vielleicht die gleichen Beobachtungen gemacht? Habt ihr andere Beobachtungen gemacht? Wie regelmäßig checkt ihr eure Habitate mit Morcheln? Schreibt es uns wie immer gerne in die Kommentare. Da sich bei uns die Hauptsaison bei den Spitzmorcheln 2023 leider langsam aber sicher tatsächlich schon wieder dem Ende zuneigt, möchten wir den Abschluss des Videos nutzen und euch nochmal an ein paar schönen Spitzmorchelfunden aus den letzten Wochen teilhaben lassen. Es war wirklich die reinste Freude 2023 nach Spitzmorcheln zu schauen, ja und eigentlich waren ab Mitte März jede Woche schöne Funde bei den Spitzmorcheln möglich. Aber habt keine Angst, die Spitzmorcheln werden im Normalfall spätestens zur Monatsmitte im April von den nochmal deutlich weiter verbreiteten Speisemorcheln abgelöst. Die Chance auf tolle Morchelfunde wird durch das langsam abnehmende Wachstum bei den Spitzmorcheln also nicht kleiner, sondern durch die deutlich häufigeren Speisemorchelhabitate von Woche zu Woche größer. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit unseren restlichen Spitzmorchelfunden aus dem Pilzjahr 2023. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.